Dumba, 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 Adventsholänder zur Weihnachtszeit. Adventsholänder, weil's draußen schneit. Adventsholänder, macht euch bereit für den Adventsholänder, denn der ist voll tight. Willkommen zum 21. Türchen des Advents-PS2-Kalenders. Eine Tradition, die so lange fortleben wird, solange Sony weiterhin PlayStations raushaut. Ich habe lange überlegt, welches PlayStation 2 Spiel ich zu diesem festlichen Anlass vorstellen werde. In mir kamen Spiele wie die Xenosaga-Reihe oder Demolition Girl in den Sinn. Was aber bei Xenosaga zu sehr den Rahmen sprengen oder bei Demolition Girl das Auditorium aus gewissen Gründen zu sehr von der Genialität des Spiels ablenken würde. Dann fiel mir eine Perle der PS2-RPG-Ära ein, die nur so strotzt vor Anime-Gottesfürchtigkeit, Knuddelhasen, Cameos aus Wittenberg, bauchfreie Schwertkämpfer, die mehr Zeit im Haarsalon als auf dem Schlachtfeld verbringen und, naja, die halt. Thank you so much. Star Ocean 3 ist ein Japaner-Rollenspiel mit Action-Kampfsystem. Das heißt, man berührt auf dem Feld einen Gegner, wird dann in einen Kampfbildschirm gesaugt und kann sich dann im Gegensatz zu Lufia oder Final Fantasy VII auf der Arena frei bewegen und zwischen den Charakteren hin und her switchen. Das Kampfsystem macht Spaß, ist aber nicht der Teil des Spiels, der mich heute noch fasziniert und zum Teil verwundert. Die Story ist der Part, der meine Weihnachtsglöckchen zum Klingen bringt. Denn diese Geschichte hat einen Plot-Twist, der sich nicht nur gewaschen hat, er hat sich eine komplette Wellnessbehandlung mit anschließendem Yogakurs, Gesichtsmaske und Darmspülung verpasst. Ohne zu viel zu verraten, dreht der Twist die ersten etwa zwei Drittel des Spiels komplett auf links und lässt sie wie vertrockneter Spekulatius in Einzelteile zerbröseln. Beim ersten Durchspielen damals habe ich das, was sich dort entfaltet, überhaupt nicht gemocht. Aber im Laufe der Zeit habe ich die Idee dahinter zu schätzen gelernt. Jedes weitere Wort würde jetzt nur verraten, was sich hinter dem Star Ocean Universum verbirgt. Ich kann heute nur sagen, ich mag's. Was ist aber mit dem Rest des Spiels? Nun ja, da gibt es positive und negative Dinge. Positiv ist die allgemeine grafische Präsentation. Von den fulminanten Zwischensequenzen bis hin zum Design der Städte, Raumschiffe und Dungeons wird für das Auge viel geboten. Auch für das Ohr gibt's hier eine Menge zu sehen. Motoi Sakuraba hat die Synthi-Götterchöre aus Kamina Burana ausgepackt und beglückt das Ohr mit einem Repertoire aus edgy Anime-Rock, Jazz, Techno-Stücke und andere Sachen, die man nicht so recht zuordnen kann. Nicht sein bestes Gesamtwerk, aber meiner Meinung nach vorne mit dabei. Die Spielmechanik zu beschreiben, würde jetzt in diesem Video den Rahmen sprengen. Nur so viel. Es gibt viel zu tun, zu craften, erkunden, verschieben, zerschmettern, desintegrieren, diskutieren, analysieren, intervenieren und denieren und eine Sailor Moon Glücksbärchi Lichtengel Show mit dem gewissen Pfiff. Die Synchronisation der Figuren ist hingegen durchwachsen. Während der Held Fate Line God und der bauchfreie Schwertmeister Albel the Wicked wahnsinnig gut synchronisiert wurden, ist der Rest mit Ausnahme von ein paar guten eher farblos. Und das trotz der bunten Haare und Haarsträhnen. Da hätte man mehr rausholen können. Im ersten Drittel des Spiels muss man viel laufen und auch Backtracking ist keine Seltenheit. Bin ich kein großer Fan von. Einige Dungeons sind nur Filler, um die Zeit künstlich zu strecken. Besonders negativ ist mir der Dungeon aufgefallen, wo man einen Riesendrachen finden muss, um ihn friedlich mit Faust und Schwert dazu zu überzeugen. Hast du ein Problem? Dass er eine riesige Kanone auf dem Rücken trägt, die von Leuten entwickelt wurde, die etwa die Entwicklung von der Menschheit im 16. Jahrhundert haben. Mit der Waffe auf dem Rücken des Drachen wollen diese tapferen Recken ein riesiges Alien-Kampfschiff abschießen. Kein Witz. Und so cool die Szene auch aussieht, mir war schon beim ersten Durchspielen klar, dass das nichts wird. Grossel, hurry! I am hurrying. Kann nichts können! Originale Nichtskönner! An und für sich nicht schlimm, aber der Dungeon dazu ist der größte im ganzen Spiel und in drei riesige verwirrende Areale unterteilt.
Und im dritten Areal, tief in der Lavahöhle, muss ich auch nochmal wieder raus, dann in ein anderes Gebiet, in einen anderen Dungeon, um mir da in einer Eishöhle einen Schlüssel zu suchen, damit ich dann zurück in die Lavahöhle kann, um eine Tür zu öffnen. Das heißt, den ganzen Weg durch die Gebiete zurück. Kämpfe inklusive. Da gingen dann mehrere Stunden sinnlos drauf, nur um zu sehen, dass die ganze Aktion komplette Zeitverschwendung war. Let's get back to the castle. We're wasting time here. You're goddamn right. So kann man ganz billig Spielzeit strecken. Glücklicherweise sind das mit ein paar Ausnahmen, die wesentlich kürzer und kleiner sind, die einzigen Stellen im Spiel, die mich heute noch frusten. Alles in allem kann ich das Spiel jedoch empfehlen. Der Plot-Twist ist so eine Sache, wo sich die Geister scheiden. Die einen lieben ihn, die anderen schütteln den Kopf. Ein Zwischending gibt es da nicht. Ich persönlich finde ihn heute klasse. Wer mit solchen Überraschungen nichts anfangen kann, greift lieber zum zweiten Teil der Reihe für die PS1, der mit Abstand der beste ist und eine schicke Neuauflage für aktuelle Konsolen bekommen hat. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch allen galaktische Anime-Weihnachten mit viel Kulleraugengebäck und weihnachtssingende Quietschestimmchen.